Hi, ich bin Jason Anouchee und wir sind hier bei Jagalu TV. Ich versuche das mit dem ABC. Also A, da denke ich an Allergien, die habe ich nämlich im Frühling. Und da sehe ich überhaupt nicht gut aus. So, das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch super aussehe, wobei das auch. Können wir das ausschneiden? So, B, da denke ich an Barney von How I Met Your Mother. Das ist doch, ja, das ist doch echt lustig und ja, Code. Z, nee. Wir sind bei C. Bei C, da denke ich an, ja, natürlich, C. Ronaldo, ne? Guter Fußballspieler, gut aussehend, hat leider in den letzten Spielen nicht so, ne? Aber trotzdem guter Spieler. So, E, total durcheinander, ne? Ey. A, B, C, D, ja, D, da denke ich an Doris Decker, unsere Songwriterin, die hat den Text für Stück vom Himmel geschrieben, die hat auch für Maffay geschrieben und für, ja, Udo Lindenberg, glaube ich, ja, und macht einiges. Also hier ein Gruß an Doris. E, jetzt sind wir bei E, da denke ich natürlich an Ernie, ja, Ernie von der Sesamstraße, was für ein lustiger Kerl, der hat doch immer hier, ne? Ah, nee, das war Bert. Aber Ernie ist auch lustig. So, F ist natürlich klar, das ist der hier. Hast nicht gesehen? F. Frieden. Frieden auf der Welt. Ja, hier sende ich Frieden nach Hamburg auch zurück. Grüße. Tschüss, F, und dann haben wir, da kommt F, G, genau, Gustav Ganz, ja, den fand ich immer cool, ja. Den fand ich richtig gut, also der hat mich inspiriert, auch mal, ne, der hat doch, das war doch der, der immer erfunden hat, oder, war das der erfunden hat, im Entenhausen, ich glaube schon, auf jeden Fall, G, so, dann haben wir H, wie, Hannelore, die Frau von Heino, wow. Also, die hat das wirklich durchgezogen. Ne? Also, die kann wirklich so also lange mit dem aushalten. Das ist ja ein richtiger Gigolo. Ich glaube, Heino ist ein richtiger Gigolo. Ich glaube, der ist so ein richtiger Schlawiner. So, nach H kommt Hilfe. Schnarf. Also, Iwi, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Instrumental, ja, instrumental natürlich. Ich liebe auch Instrumentalmusik. Ich höre gerne zum Beispiel von Howard Shaw und so, ne, so richtig Ennio Morricone Einaudi und so, so richtig schöne Instrumentalmusik, das heißt so klassische Musik, einfach nur Musik ohne Gesang, ist auch ganz gut. Dann kommt nach I, kommt J. Da denkt man natürlich sofort an Johannes Kerner, ganz genau. Und nach J kommt K. Ja, also Köln ist meine Stadt, ja, und Hamburg auch. Aber in Köln bin ich ja aufgewachsen, 12 Jahre habe ich da gelebt und das war echt eine schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne dran zurück. K. L, ja, L, Dankeschön. Bitte hilf mir, ich muss sie improvisieren, das sind andere Synapsen. So, also L wie Linguini, ja, oh, ich liebe Linguini. Linguini mit so einer schönen Parmesan oder irgendwie so einer Käsesoße, sehr lecker. So, L, M, danke. M. Ja, bei M denke ich natürlich an Mutter Erde. Mutter Erde. Ja, all die Bäume. Ich bin jetzt auf der Autobahn gefahren und habe gesehen, da steht, kümmert euch um die Bäume. Ja, haben die recht. Man sollte wirklich mal jetzt so langsam. Wo sind die Elektroautos? So, nach M kommt N, Nordpol. Guck mal. Da, das ist auch kleiner geworden. Das ist auch, also ich finde ja, wir sollten wirklich dran denken. Ja? Nordpol. O wie
Olaf Schubert, den finde ich sehr lustig. Also so ein lustiger Kerl hat auch letztens erst Comedy-Preis gewonnen und so. Hat er das? Hat er das? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall finde ich lustig. Dann nach O kommt natürlich, wie wir alle wissen, P. P wie Paula Abdul. Ist zu lange her. Kann ich gar nicht so sagen. Danach kommt Q. Q, ja, wie Quarz. Ist wichtig, ne? Alle brauchen irgendwo Quarz. Ja, und dann haben wir den Buchstaben R. R, wie Rudolf das Rentier. Bald ist Weihnachten. Ist das nicht cool? Bald ist Weihnachten. Ich freue mich auf Geschenke. Ich hoffe, ich kriege dieses Mal die Matratze, die so schön wärmt im Auto, wenn man so fährt. Das ist echt gut. Kriegt man nicht so weh hier, ne? Kriegt man keine Rückenschmerzen. Also nach Dings, wo waren wir? Wo? Bei S. S. S wie. Wie, ja, ist klar, aber das will ich nicht sagen. Also sage ich lieber schlafen. Dankeschön. Ja, schlafen ist gut. Bin auch gerade sehr müde, bin seit 8 Uhr wach und das ist für einen Künstler schon echt früh, für einen Musiker besonders. Deswegen, ne, ganz schön müde, schlafen. So, Tee wie Tischtennis. Tischtennis, ich liebe Tischtennis, ich spiele den ganzen Tag, also wenn es sein kann, wenn ich darf, ja, wenn da Leute sind, die auch mitspielen, dann smash ich das Ding, also ich mag Tischtennis. Und dann kommt nach S, kommt U und Uran, ja, Uran, so, das wird nämlich im Iran, das wird nämlich dem Iran angedichtet, dass sie Uran für vernichtende Waffen und so, ja, haben sie dem Irak ja auch angedichtet. Wir haben gesehen, wohin das geführt hat. Ist nicht wahr! Die machen da gar nichts. So, ich komme nicht mal aus dem Iran. Ich weiß das. Was gibt's noch? Dann kommt nach dem U, kommt ein V. Ja, das Symbol des Weiblichen. V, das ist schön. Also ich finde, ich mag Frauen, ja. Ich mag Frauen sehr. Tschüss. Ach so, das ist, wieso sage ich Tschüss? Können wir das wieder rausschneiden? Oh Gott, also hallo an alle Frauen da draußen. Das wollte ich sagen. Also, manchmal sage ich Tschüss, wenn ich Hallo sagen will. Das ist echt bei mir ein paar Mal vorgekommen schon. Ganz crank. Also, dann kommt W, ja. Wie Wetter. Also dieses Jahr war das Wetter echt strange. Der Oktober, ja, der goldene Oktober, das war schon krass irgendwie. Wir hatten echt Temperaturen mit T-Shirt rausgehen und so. Nochmal an den Strand alle und so. In den Park grillen. Na, was ist da los? Also, und dann sind wir bei X. Und bei X gibt es nur eins. Und zwar X... Wie Xavier Naidoo. Ja, Xavier, ne, der rettet mich hier. Sehr gut. Ich finde Xavier gut, sehr gut. Und X-Men finde ich auch gut. X-Men. X-Men passt auch. X. Nach X kommt Y. Na, wusste ich alleine. Y, ja, Joghurt. Joghurt. Super lecker. Und auch abends, wenn man das isst, dann hat man so einen schönen Schlaf. Das ist wirklich sehr beruhigend. Nach Y kommt natürlich Z. Und dann heißt es, ja, mit Z, was verbinde ich mit Z? Leute, also Z ist echt schwierig. Z ist wirklich schwierig, da würde ich sagen, Zyklop. Zyklop, ja, also ein Auge ist groß und könnte eine ganze Ortschaft hier vernichten. Was soll das? Braucht kein Mensch. Das war's schon. Ich danke euch. Ich hoffe, das war nicht allzu blöd alles. Und bis bald. Tschüss.